Oh, und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3. Mit mir, dem Gönner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Changeling oder Wechselbalg oder dem Täuscher von mir aus. Wie wir ihn nennen wollen. Kislev hat das Mutterland ausgerufen, deswegen kriegen wir hier Verschleiß in den Regionen Kislevs. Das kann man aber unterlaufen, indem man in die Plünderstellung geht. Jetzt nicht so unbedingt die intendierte Variante. Ich habe das auch schon mal kritisiert. Eigentlich macht es das ja irgendwie so ein bisschen unsinnig, ne? Wenn man dann einfach, also sagen wir mal, wir würden jetzt plündern, dann würden wir diese ganzen Armeen wieder regenerieren. Aber das kann ja nicht so im Sinne des Erfinders sein eigentlich, ne? Wie dem auch sei, wir haben hier eine kleine Armee mit ein bisschen Garnison. Wir haben hier oben Kislev ja bereits infiltriert. Das ist wichtig für unseren großen Plan. Wenn ich mal hier gucken, Norska und Kislev infiltriert eine beliebige Siedlung. Das haben wir gemacht. Und jetzt gibt es ja noch hier, da infiltriert die drei Siedlungen Kislev, Ehrengrad und Prag mit Schwindlerkulten. Und das ist halt, Prag fehlt noch. Ah ne, Prag haben wir auch schon infiltriert, genau. Ehrengrad fehlt noch. Da müssen wir jetzt als nächstes hin, ne? Das ist also gewissermaßen unsere Aufgabe. Der Bursche, der kann auf jeden Fall sich einmal hier um diese Armee kümmern. Ah, der haut ab, ne? Hm, das ist schade. Denn wenn wir jetzt hinterher düsen, sind wir dann angreifbar für Zarina? Ich glaube nicht, aber wir bekämen Verschleiß hier durch... Ja, auf 7%... Auf wie viel Prozent wir wurden? Auf 13, ne? Ja, wir bekämen Verschleiß, ne? Wir bekämen Verschleiß. Das müssten wir uns nächste Runde müssten wir uns dann teleportieren. Dann machen wir den trotzdem einmal weg. Das wird ein Pyrrhus-Sieg. Okay, ich glaube nicht, aber wir machen es trotzdem mal. Rüstungsdurchdringender Schaden für die Einheiten. Kannst du. Obwohl, warte mal, nee, das, der macht ohnehin schon rüstungsdurchdringenden Schaden. Magische Angriffe, Zauberresistenz. Ja, das sind sowieso magische Angriffe. Dann machst du die Zauberresistenz hier mal auf die. Die Kurbelwagen habe ich ja drin zum Verfolgen eigentlich, ne? Dann machen wir das noch schnell. Ja, wir machen das hier ganz entspannt. Ja, stell ihn mal ruhig. Genau, stell ihn mal ruhig so hin, dass du auf die schießen kannst, wenn die da kommen, ne? Wie gesagt, die Kurbelwagen ja nur zum Verfolgen. Er hat sich bereits einmal zurückgezogen, deswegen bin ich da jetzt noch nicht so ganz sicher, wie das dann vollständig aussehen wird. Und hier die Monster mit dabei. Gut. Ja, ganz schön. Ein bisschen schneller. Greif den mal an. Fluch der Winde braucht man nicht. Aber sowas hier, ne? Und Splash. Dann ist die Kavallerie auf jeden Fall schon mal so ein bisschen ausgeschaltet. Guck mal, der treibt den vor sich her. Stufe 7 ist er, okay. Solange die Barriere hält, ist doch alles gut, ne? Hört mal an. So, die Wagen können wir mal hier rübernehmen. Gewissermaßen die Snotling-Kurbelwagen. Kislevs. Ein bisschen Rostflug direkt hier drauf. Greift den mal an, was brauchen wir hier noch? Mal alles. Lass den mal hier rüberfahren. Ihr haut mal ab, komm. Ihr müsstet eigentlich schnell genug sein. Da wittert er, dass er da eine leichte Beute hat und dann sofort geht's halt wieder los, ne? Warrior!
sich, wie er sich da reingeknubbelt hat. Okay, dann knubbel dich mal da noch ein bisschen rein. Die Kuppelwagen nochmal weg. Ah, ist er dahin gelaufen, okay. Greif mal die Crosshairs an. Ah, oh, okay. Nee, warte, greif den an. Greif du den Dude hier an und du machst irgendwie sowas. Mächtig. Mächtig sieht's aus. Die KI weicht mächtig aus. Ach komm. Ach, Einheiten-Babysitten, ach, wie ich es liebe. Ach Gott, ja. Das ist der Punkt, den ich wieder vergessen hatte, ne? Wie anstrengend das ist. Noch mal schneller. Komm. So, dann schießt mal, Kinders. Kommt mal her, ich meine, ihr macht doch da irgendeinen Quatsch, oder? Hier, fahr da mal rein. Lass mal dieses, dieses. Hier, zack. Das, zack. Ja, die Cossas, die den Panzer platt machen, ne? Only in Warhammer. Nein. So, los geht's. Wir machen es ja mit den Kurbelwagen ja in erster Linie für die Einheitenverstärkung. Ne? Aber es ist tatsächlich so, ne, diese ganzen, also Schießpulvereinheiten, immer miese Kicks, immer miese Kicks. Schlafen? Hört mal auf zu schlafen. Aber Hitpoints heilen die ja nicht dadurch, ne? Kommt jetzt alles erst so, ne? Wow, nur 6%? Okay, ich hätte gedacht, es ist ein bisschen mehr. Aber okay, ja. Gib mir mal die Punkte hier wieder. Toll. Klasse. Okay, eine Armee, die mich nerven kann, weniger. Der dunkle Prinzling macht mal die Köter ein bisschen besser. Ach ja, ne, das ist ja auch immer so. Ich vergesse das immer, wie unfassbar lange das dauert, diese ganzen. Also jetzt mal gerade verglichen mit Pharaoh, ne? Pharaoh ist ja jetzt ganz neu und so, ne? Und es fällt tatsächlich doch schon auf, wie schneller Pharaoh läuft. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es weniger Fraktionen bei Pharaoh gibt. Aber ein anderer Punkt, den man vielleicht auch nicht ganz weglassen sollte, ist ja der Umstand. So, ich kann es hier übrigens nirgendwo so wirklich gut hin, ne? Also der kann mich halt auf jeden Fall angreifen. Ich will aber so hin, dass die Zarina mich nicht angreifen kann. Deswegen geht's mal hier hin. Und dann porten wir uns gleich mal darüber. Wir müssen irgendwie da rausporten. Ja, und ein anderer Punkt ist, dass ja hier die Skillung der ganzen Charaktermodelle nicht so aufwendig ist, ne? Weil es gibt nur eins. Es gibt nur den General bei Pharaoh. Das ist ein großer Unterschied. Ne? Stopp. Normale Stellung. Du hast eine normale Stellung drin. Geh mal hier hin. Single den einmal. Vielleicht. Kannst du hier hin? Machen wir da einmal schnell unseren Schwindlerkult rein. 120 Einheiten, meine Güte. Machen wir den parasitären Schwindlerkult rein. Wenn wir jetzt aber wiederum hingegangen wären
und hätten den da nicht errichtet, ne? Wir hätten doch mit einem großen Maß an Wahrscheinlichkeit kein Verschleiß mehr, ne? Weil dann Kislev nicht mehr hier ist. Dann ist es halt nicht mehr Teil des Motherlands und dann kriegen wir den Verschleiß nicht mehr, ne? Okay, wo waren wir hier? Da, ne? Unterhalt der Einheiten da reduzieren. Der muss jetzt in der Region bleiben. Das ist dann nochmal besser für uns, denn wir wollen ja gerne, wenn er dann hier in der Region ist, dass wir mit ihm günstigeren Einheitenunterhalt haben. Und ich habe schon gesagt, ich werde hier, glaube ich, noch einen weiteren General aufstellen. Viele von euch haben ja auch gesagt, das sind zu viele Charaktermodelle da drin in der Armee hier. Das ist ein nicht unberechtigter Kritikpunkt. Irgendwie müssen wir die alle mal spielen, finde ich. Aber klar, natürlich, es ist übertrieben, ne, so viele magiebegabte Helden halt zu haben. Aber das ist halt auch ziemlich, ne? Das kann ja irgendwie jeder Held zaubern. Das andere ist dann aber auch noch, ich finde, man kann... Gehst du einmal... Doch, obwohl, warte. Wir gucken mal, dass wir hier noch einen Helden ausheben. Was ich sagen wollte, die stärksten Armeen sind ja tatsächlich dann auch Armeen, die ganz besonders krass auf den Bau, beziehungsweise Entschuldigung, ganz, ganz krass auf Charaktermodelle rekurrieren, ne? Also je mehr starke Charaktermodelle so eine Armee hat, desto stärker ist diese Armee insgesamt, weil Charaktermodelle halt einfach so stark sind. Ne? Das ist, glaube ich, das überrascht jetzt, glaube ich, niemanden, ne? Aber Charaktermodelle sind halt einfach wie in Tabletop halt auch. Charaktermodelle sind halt einfach sehr stark. Das ergibt ja irgendwie auch Sinn, ne? Ja, Abkühlzeit verringern ist sicherlich ganz gut, ne? Komm, wir machen mal das Höllentor. Abkühlzeit ist nicht das primäre Ziel dieses Helden. Feuersturm, Höllentor. Die Erdung und dann machen wir die anderen Zaubersprüche. Okay, so jetzt will ich einmal ganz kurz schauen, wenn wir einen Helden aufstellen wollen würden, ne? Wir bekommen für die Stufe 4 und für die bekommen wir auch Stufe 4. Also die Meisterhexer finde ich halt insofern ein bisschen interessanter, weil die Meisterhexer für uns... Achso, wir können ja einmal ganz kurz schauen. Welches Gebäude brauchen wir denn für zusätzliche Uni bei den Meisterhexern? Das müssten wir hier eigentlich sehen können. Gibt es hier irgendwo? Access Chaos plus 1, plus diddledididid. Gibt es hier irgendwelche Boni? Da nicht. Erziehungskorruption auch nicht. Bei Rekrutierung, ne, wäre das halt... Nochmal schnell, das hatten wir doch schon. Unheilige Kathedrale Diplomatie, ist das ein besonderes Gebäude? Nee. Er hat keine besonderen Gebäude, ne? Er hat sozusagen keine besonderen Gebäude. Okay, ja. Dann lass das mal gut sein. Und wir nehmen nochmal so einen Metallhexer. Abkühlzeit auf Zauber minus 5% ist gut. Geschossresistenz ist noch besser. Ja, keine Ahnung. Rostfluch ist immer so das Ding, ne? Warum hat der angeblich... Ach, der hat im Gewaltmarsch hat der Bewegungsreichweite. Okay, beschwere ich mich nicht. Gib ihm was. Billiges Zeug, okay. Gut, er hat billiges Zeug, sehr schön. So, und dann nimmst du jetzt mal mit. Wir nehmen die hier mit. Und ich hätte gesagt, den Feuerdämon nehme ich noch mit raus, ne? Wenn wir noch einen Horror mit rausnehmen, brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Wir haben 44 Punkte, das heißt, wir könnten noch so einen blauen Horror mit rausnehmen. Ne? Oder wir nehmen den Dampfpanzer mit raus. Was müsste das eigentlich auch tun? So, dann läufst du mit dem einmal hier hin. In der Region müssten wir jetzt stehen bleiben, sonst zahlen wir ja den höheren Unterhalt, ne? Also dann, wo ist er hier? Weltenwandler. Vorhautwölfe, wo sind sie?
Mammuts, sehr schön. Ich kann nur zwei rekrutieren, okay. Nur zwei Slots in der Rekrutierung, okay, okay, okay. Aber ich habe noch so ein paar legendäre Regimenter, die wir auffüllen könnten. Okay, auch gut. Toll. Ah ja, stimmt. Stieltechnologie. Oh wow, ja. Es ist egal, ne, was wir hier machen. Stieltechnologie. Undermining is my specialty. Live to scheme. Ah, ist noch nicht frei. Okay, dann machen wir hier verbunden. Keine Ahnung. Nur falls er angegriffen werden würde. Ah, es hat geklappt, cool. Richtig gut. Ja, das mit den Gebäuden, ne? Das ist halt so eine Sache. Da kann ich nicht jede Runde irgendwie Zeit reinstopfen, ne? Was hatte ich eigentlich mit den anderen Positionen eigentlich noch vor? Da muss ich auch mal gucken, ne? Ich hatte ja schon an den anderen Orten mich umgeschaut, welche Missionen wir da machen können. Schauen wir mal. Gut, okay, also er hat mich nicht angegriffen und du hast die Zarina jetzt da drin hockend, ne? Gut. Dann teleportier du dich doch mal. Am besten irgendwo hin, wo wir so ein bisschen mithelfen können, falls was passieren sollte. Oder könntest du im Gewaltmarsch noch irgendwo hinlaufen? Kappelburg, das gehört zu Reikland. Könnte da aber, glaube ich, auch nicht hin, ne? Nur im Gewaltmarsch. Das zum Beispiel, das finde ich halt die Anzeige bei Pharaoh mittlerweile viel besser, wenn man das da genauer sieht. Ah, das ist gar nicht die Zarina. Das war eine. Oder doch? Oder? Ja, das ist sie doch. Ja, ja, okay, gut. Also, dann porten wir einmal hier hin. Haben wir das mega eilig? Nicht wirklich, oder? Deathbringer. Chaos Incarnate. Du stellst dich so nebendran und bewachst den dann einfach mal. Und du stellst dich auch so nebendran. Moving on. Wenn du die Stellung machst. Warum geht das Plündern nicht hier? Ah, okay, Strafe 50%. Ja, okay, okay. Okay, 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 okay. Du meinst es nicht ernst, ne? This plan is gonna rise. The deceiving horror. Mach das so. Und wir haben noch 26 Punkte. Cool. Dann rekrutierst du noch so einen Vorhautwolf. So, und wer von euch rekrutiert denn noch einen? Hier ist eigentlich egal. Geh mal lieber zu ihm hier. Warum? Was? Okay. Following the changing winds. Okay, okay. Directed by fate. Nimm noch einen Zahngor mit und dann rekrutierst du noch einen Wolf.
Da, wir brauchen ja nur schnelle Einheiten, ne? Wir wollen ja verfolgen können. Ansonsten ist hier alles fine and dandy. Ja, schön. Wir gehen nochmal ein bisschen Technologien stehlen. Oh wow, das hat nicht geklappt. Das hier hat wenigstens geklappt. Schöner Punkt. Gebäude ausbauen machen wir jetzt noch nicht, aber ich sehe hier, Bau abgeschlossen. Können wir ausbauen, kostet 8000, ist ein Haufen Geld, geht aber klar. Stufe 3 abgeschlossen in Prag. Ausbau für 4000 geht auch klar. Wir gucken mal hier so ein bisschen. Was haben wir da noch? Haben wir abgerissen, ne? Ja. Die Folter des Hüttenknechts. Okay, klasse. Jetzt müssen wir irgendwie nach Ehrengrad kommen, ne? Das ist die einzige Siedlung, die wir noch so auf jeden Fall besetzen müssen. Mit Satan oder beziehungsweise generell den Chaoszwergen anlegen wäre jetzt ein bisschen unproduktiv. Mit Wulfric sich anlegen ist natürlich auch doof. Aber die Einheiten brauchen wir noch und dann haben wir jetzt 4 Armeen. Jede dieser Armeen bekommt eine Einheit Vorhautwölfe und dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Punkte mitnehmen. Und Moment. Schön. Kostaltin. Na, der wird es nicht lassen können, oder? Der wird uns doch bestimmt versuchen anzugreifen. Insbesondere, wenn er schon so viele Agenten hier um uns rum hat, ne? Aber wir haben hier keine guten Möglichkeiten für den Hinterhalt, ne? Ja, dann machen wir Masse statt Klasse, ne? Dann stellen wir uns einfach mit 4 Fullstacks hin, oder? Du kannst immer hier hingehen und vielleicht will er dich dann hier angreifen, ne? Wer weiß. Okay, gut. Dann beenden wir jetzt das Bündnis mit Wulfric. I'm listening. I'd usually negotiate with my sword, but today you are lucky. I'll see it through. Alles weg, ne? Wir können immer noch einen Nicht-Angriffspakt mit ihm machen, aber das braucht man nicht, ne? So, Runde 114 können wir ihn angreifen. Zumindest will ich aber noch eine Mission hier abschließen. Das fände ich irgendwie noch ganz gut, ne? Also wenn wir noch eine... Wenn wir noch eine Mission hier abschließen könnten, dass wir zumindest noch Ehrengrad irgendwie plätten. Ich kenne leider nirgendwo, was er jetzt hier meint. Warum er das hervorgehoben hat, wahrscheinlich wegen irgendwelcher Kampagnennachrichten. Alter, ist alles ausgebaut. Ich sehe das dann halt aber auch nicht ein, dann einfach weiter irgendeinen Trash reinzubauen, den ich sowieso nicht brauche, ne? Also das ist irgendwie, glaube ich, auch klar, ne?
Spiel mal noch ein bisschen weiter Technologie. Wow, das waren nur ein paar 50%, die der hatte. Er ist schon bei 81% mit seinen Aktionen, krass. Okay, gut, alles klar. Mhm. Weiter geht's. Ausbau von Städten und so, da ist immer Zeit zwischen den Let's Plays, zwischen den Parts. Jetzt sind wir schon so weit mit dem Changeling gekommen, das würde ich jetzt eigentlich auch tatsächlich echt gerne die Kampagne durchzocken. Das ist auch als Fraktion somit am interessantesten, finde ich. Hinterhalt verhindert. Ganz viele, weil natürlich Agenten, ne? Können wir denn jetzt Ehrengrad direkt belagern? Können Ehrengrad auch direkt angreifen? Genügend Artillerie dabei, ne? Waffengrundschaden, Führerschaft. Ja, ich weiß nicht, dann macht das halt hier bei ihm. Was war das, der Gelände erfahren oder was? Magische Angriffe, Zauberresistenz. Ja gut. Puh. Ist halt bei ihm. Belager das mal bitte. Destruction awaits. Du kannst ja hier hochlaufen. Chaos incarnate. Also wir müssen schon irgendwie diese Armeen beieinander halten, das, dann sind wir nicht so leicht angreifbar. Der hat halt natürlich noch nicht so viel Bewegungsreichweite, das ist so ein bisschen die Schwachstelle. Also einfach angreifen kann ich hier halt eben auch nicht. Nee, nee. Okay, pass auf. Ich glaube, du musst erst das Ding hier erobern. Wie kann man da so viele Einheiten verlieren? So. Wir haben einen Schwindlerkult angesiedelt und damit... Ah, wir haben die Form von Kostaltin erhalten und von Mutter aus Tank, ja. Und wir haben die Mission abgeschlossen. Und die Form von Serena, die hatten wir schon, glaube ich, ne? Kontaktierte Schwindlerkultisten plus 1 können im Technologiefenster herbeigerufen werden. Sehr schön. Weil ich das Bündnis aufgekündigt habe, sind jetzt alle Einheiten weg. Die ich über den Wolfric geholt habe. Es ist so räudig. Warum habe ich das überhaupt dann gemacht? Ne? So gewissermaßen der erhobene Mittelfinger des Spieles. Gut, okay. Wobei, wir könnten schauen. Ingrad hat 1200. Ja, gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Was machen wir mit den Grimoiren? Wollen wir irgendeine Armee aufhalten? Bin ich gerade so ein bisschen ambivalent. Wir können Kostaltin aufhalten, wir können auch den Burschen hier aufhalten. Aber du zeigst mir lieber erst nochmal, was müssen wir denn hier jetzt noch machen? Also die Höllengrube, die müssen wir jetzt ausplündern, das ist das Nächste. Dann müssen wir 12 Schlachten gegen Norskar gewinnen. Schießt mindestens die Hälfte der Pläne, kriegst du das ab. Ja, das ist dann die finale Sache. Und dann haben wir hier für reiche Reserven erhöht Zinsche Korruption am Monolithen. Das ist da hinten, ne? Beim Wolfric, genau. Da müssen wir auf die 75% kommen. Okay. Vielleicht schaffen wir es noch zur Höllengrube. Chaos. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal eine Runde komplett Pause, ohne dass ich jetzt irgendwas mache und beenden das Ding einfach mal so.
Hinterhalt ist gescheitert. Ja, dann machst du den Kristall bitte trotzdem weg. Alter, 880 Punkte. Guck es dir an. Und immer noch fordern sie irgendwas. Also wenn, dann fordere ich deine Hand, Quiek, ja? Wechselbalg, Kultist des Zinsch. Ich habe eigentlich genug von denen, ne? Guck mal ganz kurz. Mauern beschädigen. Schmeiß den direkt wieder raus. Schmeiß den direkt wieder raus. Okay. Also auf der geht mal hier in die normale Bewegung. Dann nimmst du den Changeling nochmal. Machen wir diese Armee hier auch nochmal schnell weg. Und das müssen wir jetzt niederreißen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, aber. Sag mal, auf gar keinen Fall nimmst du einen Kriegsschrein mit. Ja, brennender Streitwagen ist okay. Flugdämon ist auch okay. Ist auch okay. Okay. Und auch noch einen Haufen Anhänger gefunden. Super, super, super. Bei 32 Minuten, da will ich noch hoch. Der hat sogar noch ein bisschen was an Bewegungsreichweite. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Dann lauf mal hier hin. Und das hier will ich noch haben, ne? Das brauchen wir nicht. Grimoire machen wir genug. Blitzschlag brauchen wir auch nicht unbedingt. Aber hier Legionen des Wahnsinns, das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann nehmen wir jetzt Bekannt und Gefürchtet. Die anderen Einheiten skill ich jetzt noch nicht. Das dauert mir jetzt zu lange. Wir gucken eher nochmal, dass wir vielleicht noch... Es gilt ja, hier geht es ja um die... hier gilt es ja um die Region, in der wir uns aufhalten. Wir machen hier nochmal Hinterhalt. Jetzt nicht, dass wir das so dringend bräuchten. Also wir müssen nicht unbedingt einen Hinterhalt legen. Aber wir wollen ja halt nicht hier abgefangen werden, ne? Und da würde ich sagen, bei 50%, das von der Bewegungsreichweite okay. Und dann schlagen wir hier unser Lager auf und rekrutieren mal hier ein paar Einheiten. Über die globale Rekrutierung bekommen wir... Tja, Auserkorene wäre natürlich toll. Dann müssten wir aber jetzt zwei Runden hier warten. Will ich das jetzt machen? Naja, es geht, ne? Also wir können das machen. Furien nicht unbedingt, Kreischer auch nicht unbedingt. Sind jetzt auch nicht so die Einheiten, die ich hier brauche. Nehmen wir Auserkorene mit Hellebarden. Nehmen wir nur Auserkorene des Zinsch mit Schwertern. Chaoskrieger werden auch sehr gut, ansonsten bin ich aber auch zufrieden. Verstoßene nicht. Witzig, dass die blauen Horror zwei Runden Rekrutierungszeit haben. Vielleicht. Nehmen wir auch einfach echt nochmal so eine, vielleicht nehmen wir echt nochmal so eine Kavallerieeinheit mit, aber ich hätte gerne die Hautwölfe gehabt. Naja, jetzt ist es halt so, ne? Da machen wir, ich weiß nicht, du hast den Panzer, ne? Was könnten wir ihm noch mitgeben? Wie wär's ansonsten?
Was ist denn noch so eine coole Einheit, die wir noch mitnehmen können? Also diese Streitwagen, die ziehen halt, das machen die halt eben sehr gut, die ziehen sehr gut andere Einheiten ran, ne? Aber ja. Oder nehmen wir mal eine Einheit Chaosritter. Komm, wir probieren mal die Chaosritter aus, warum nicht? Dauert 4 Runden. Also lange will ich den hier nicht alleine rumstehen lassen. Ah! Schrecklich. Das hier ist auch dann eine komplett andere Armee als die Armeen, die ich ja sonst so spiele. Okay, pass auf. Nimm einen rosa Horror mit. 2 Runden ist okay. Jetzt gerade. Für den Moment. Weil die anderen Sachen dauern alle länger. Ja, und hier können wir dann nächste Runde ja noch normale Horrors rekrutieren und dann passt das doch, oder? Ja, ne, das passt doch dann. So, dauert genau eine Runde. Easy peasy. So, die Skillsachen und so haben wir uns jetzt alle geschenkt. Das Einzige, was wir machen, ist nochmal Technologien klauen, ne? Ja. Mach du nochmal hier ein paar Fotos aus der Automobilbörse in Oberstier. Oder Automobilmesse, besser gesagt, ne? Und du guckst dir einmal schnell die Benutzerdatenbanken von Kislev an. Und Pestergax. Was gaxt der? Der geht nach Schloss Tempelhof. Dann telefoniert er mal schnell mit der russischen Botschaft. Wenn der jetzt noch irgendwas hätte, um den Ausbau der Gebäude zu beschleunigen, das wäre halt die krasse Kampagne, ne? Also, man spielt ihn ja eher langsam. Weil ja auch der Ausbau von dem ganzen Kram so lange dauert. Was ist das für eine Mission? Da gibt es Gunstpunkte. Winzige Püppchen. Schlachtenmeister. Besiegt die Armee von Dingsbums. Nee. Cancel, da kommen wir ja so schnell nicht mehr hin, ne? Plündern. Kasit Irkulas. Pff, weiß ich nicht. Ne. Schade, wäre cool, wenn wir die verbündeten Einheiten eben noch gehabt hätten. Aber gut, okay. So soll es dann nicht sein. Dann rekrutierst du mir jetzt noch ein paar Horrors. Das wäre bei 15 Einheiten. Okay, klasse. Mach das so und so und so. Dann haben wir das. Nimmst du die beiden Punkte hier. Nächste Runde ist der Typ dann fertig. Wollen wir mit irgendeiner dieser Armeen mal so alleine vorpreschen? Es ist halt teuer. Wir haben genug Geld, also... Theoretisch geht's, ne? Annihilate. Murder them. Ist auch nicht so wahnsinnig viel teurer. Naja, ein paar tausend halt, ne? Eternal blasphemy. Nimm du hier den Horror noch mit. I am change. Und du nimmst den Typen hier mit noch. Und dann kannst du noch hier die... Ja, dann kannst du die noch mitnehmen. Und dann nimmst du den Panzer noch mit. Der dämonische Horst. Ruination and death. Ja, wir schwindeln und kulten uns hier noch so ein bisschen durch.
Ey, Moment, stopp hier. So, bitte. Danke. Zehntausend. So teuer. Die Skills machen wir nachher. Okay, da sind wir fertig. Da haben wir noch so ein paar Sachen, die vielleicht schnell gehen. Mach mal bei den Kultisten noch Rang 5. The means to my schemes. Und wir könnten auch mal schauen, hier zum Beispiel da, ne? Guck mal, das kannst du auf jeden Fall einmal aufwerten. Ach so, oh, falsche Stadt, ja. Sorry. Ach, ich bin doof, ja. Sagt ihr, wusste ich genau, wusste ich nicht. Ja, ist okay. Mach mal so weiter. 42 Minuten, komm, bis da hoch schaffen wir es noch. Zarina. Die Zarina. Hätten wir die Einheiten behalten, wenn wir nicht Angriffspakt gemacht hätten, aber ich glaube, wir hatten sowas schon mal. Ich glaube, es war bei Dryker in der Kampagne oder so. Da erinnere ich mich an so eine ganz ähnliche Nummer. Destruction before liposuction. Stopp. Was da? Ganz kurz gucken, das ist ja dann Ostro-Dingsbums, Ostro-Dingsbums und Ostro-Dingsbums. Gut. Weil der jetzt so weit vorne steht, skillen wir einmal tatsächlich ein bisschen. 3 Punkte Attentat. Verwunden. Der ist noch nicht ganz fertig, ne? So, das war's jetzt aber auch bei dem. Und bei denen war es das jetzt aber weitestgehend auch, ne? Wir hätten noch die anderen Magien, wo wir Punkte raus saugen können, das machen wir aber noch nicht. Wir können hier aber vielleicht noch mal schnell durchhüpfen. Plop, plop, plop. Feuer und Flamme machen wir bei dir. Ja, richtig cool. So, und die anderen Sachen machen wir nachher. Das ist echt ein bisschen irritierend, ne? Du portest dich halt rein und dann wird dir angezeigt, du bekommst Verstärkung und dann beendest du die Runde und dann kriegst du aber doch Verschleiß. Also nur ein bisschen so ein leichter Anzeigefehler, würde ich mal sagen.
Ist ja für uns aber auch gar nicht so wichtig, dass wir hier so schnell sind. Denn das Wichtigste für uns ist ja eher, dass wir ausreichend Zeit haben, bis der Nichtangriffspakt mit unserem ehemaligen Brudi zu Ende ist. So, und jetzt haben wir, glaube ich, genug Zeit, dass wir uns da einmal rausporten können. Aber wir müssen, glaube ich, einfach mal so versuchen, darüber zu laufen, oder? Ui, wo kommt denn der her? Jawohl. Chaos incarnate. Ja, muss man das händig machen? Eigentlich nicht. Wäre es cool, wenn wir es sehen würden. Ich weiß es nicht. Entscheidet ihr das ansonsten oder zeige ich das nächste Runde? Wir machen es ja momentan eigentlich eher wegen der Questschlachten. Also machen wir immerhin noch 4000, das geht noch halbwegs, ne? Werden da Ehrengrad kolonisiert. Das ist für Zarina eigentlich voll gut, ne? Sonst müsste die sich jetzt mit dem Kostaltin betteln. Okay, pass auf, wir machen das jetzt gerade schnell automatisch, weil ich will gerne diese Queste hier abschließen. Und dann machen wir da auch einen parasitären Schwindlerkult rein. Wir haben jetzt die Form von Gorridge erhalten und können den großen Plan weiter verfolgen. So, jetzt musst du mir mal ganz kurz zeigen. Hier, da ist er, ne? Nahkampfangriff 60. Ich würde trotzdem behaupten, dass der Vladi noch der Beste ist. Mit Abstand. Mit Abstand der Beste. Tja. Pandemonium is my name. Müssen wir mal gucken. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, was wir jetzt hier machen, aber komm, die Zauber nehmen wir jetzt noch mit, soweit es geht. Und dann... Dann haben wir das. Und du zeigst mir jetzt noch einmal schnell hier unsere... Nur mal so, jetzt fehlt noch Norska und die... Ah ja, genau, stimmt hier, da die Korruption, ne? Und wenn ich zum Beispiel sagen wollte, würde Korruption verbreiten, ich muss nur irgendeine Armee auswählen, also wir können mit irgendeiner Armee da erstmal hochlaufen. Alter, wie geil die Dryker gebloppt hat. Okay, und dann laufen wir einmal hier hoch und dann hier hin, um genau zu sein. Und dann machen wir das da. Haben wir das abgeschlossen. Nehmen wir nur eine Armee. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Ich glaube, das ist so die Armee, wo ich jetzt am wenigsten Bedenken hätte, wenn wir sagen, die macht das jetzt einfach mal. Ja. Das wird schon ganz cool. Die hat gerade keine Anrufung des Mutterlandes, ne? Hihihihi. Ja. Ganz praktisch für uns eigentlich. Dann reißt du das hier nochmal ab. Und dann kommen die anderen jetzt einmal noch auf die Schnelle darüber geportet. Wuppdiwupp. Und wuppdiwupp. Und den hier, den nehmen wir noch mit. Der läuft nämlich einmal... Wo läuft der hin? Also eigentlich muss der ins Wasser. Aber dahin zu laufen, das ist alles irgendwie Quatsch, ne? Lauf mal hier hin. Er könnte im Zweifelsfall auch noch den Turm von Krack plätten.
Vielleicht auch noch eine Idee. Aber dann kommt die Dryker wieder dahin und besiedelt das Ding da wieder neu. Was ist das jetzt für eine Mission? Patriotismus-Üge, besiegt Kostaltin, heißt die Klinge. Ah, ich weiß nicht. Ja, da schauen wir mal noch. Ja, schauen wir mal noch, schauen wir mal noch. Hier einmal. Ja, das bitte abreißen, dann machst du hier das Gebäude und dann, ja, irgendwie geht das schon. Ja, ne, wir haben Grimoire ohne Ende, wir haben Kultversorgung ohne Ende. Keine große Herausforderung für uns. Ich bin gespannt auf die nächste Questschlacht. Sag dann erstmal bis dann, macht's gut und Pax Vobiscum Valete.